You may write me down in history. You may write me down in history. With your bitter twisted lies. With your bitter twisted lies. You may trod me. You may trod me. In the very dirt. But still like dust. Sehr geehrte Frau Dr. Klingsor-Leroy, sehr geehrter Professor Dr. Heuer, lieber Wolfgang, liebe Vortragenden, meine Damen und Herren, dear friends of Expressionism. Ich möchte Sie herzlich auch im Namen von Maike Hoffmann, Andrea Meyer, Aya Solka und Isabel Wünsche sowie von Elena Schroll und Daniela Bostron im Brücke-Museum zu unserem Symposium Expressionism Revisited willkommen heißen. Es ist wirklich eine große Freude, dass so viele geschätzte MuseumskollegInnen und WissenschaftlerInnen aus dem In- und Ausland heute den Weg in den Grunewald gefunden haben oder auch online dazugeschaltet sind. Den wunderbaren Auftakt unseres Symposiums übernahm und setzte den Ton für die kommenden Tage die Soundperformance Murmur der Künstlerin Amuleto Manaela, die nach den beiden Begrüßungen fortgesetzt wird. Mit ihren Wiederholungen und Loops lädt uns Murmur zum Wiederhören, zum Neuhören, ja zum aktiven Zuhören an sich ein. Die Künstlerin verbindet in ihrer postkolonialen Praxis das Zuhören als Maxime mit Fragen, die uns in den nächsten Tagen, aber wohl auch darüber hinaus beschäftigen werden. Wie können wir Wissen außerhalb der modernen eurozentristischen Narrative vernehmen und wie den Kanon, über diesen Begriff werden wir vielleicht auch in den nächsten Tagen diskutieren, der klassischen Moderne durchlässiger machen für andere Stimmen?
Diese künstlerische Intervention reflektiert zudem, wie wir Museum verstehen. Denn für uns ist ein Museum mehr als ein Ort der visuellen Rezeption und Bewahrung von kulturellem Erbe. Er beinhaltet auch das Potenzial von Gemeinschaft, Atmosphäre. Das Brücke-Museum beheimatet eine der bedeutendsten Sammlungen zum deutschen Expressionismus weltweit und ist damit ein Haus mit einem sehr fokussierten Sammlungsschwerpunkt. Aus diesem Grund erscheint es uns wichtig, dass wir als zentrale Anlaufstelle für Fragen zu und den Austausch über die Künstlergruppe Brücke und den Expressionismus sind und in Zukunft noch stärker werden. Dieses Symposium steht hierfür als Auftakt und ist zugleich auch eine Reflexion unserer Arbeit der letzten Jahre, zu der wir im Museumsalltag von Ausstellung zu Ausstellung hetzend kaum Muße finden. Als ich vor 5,5 Jahren meine Stelle an diesem Haus antrat, war ich keine Expertin für den Expressionismus und würde mich auch noch immer nicht als eine solche bezeichnen. Auch wenn ich von Frau Remm, unserer Wissenschaftlerin von Schmidt-Rottluff, immer häufiger gelobt werde. Da in Deutschland der Wunsch nach wissenschaftlicher Expertise inklusive Doktortitel auch in der Museumslandschaft immer noch stark verbreitet ist, sage ich dies etwas zögerlich. Jedoch denke ich, dass mir diese Außenseiterrolle auch geholfen hat. Zum einen das Haus für unterschiedliche Perspektiven zu öffnen, denn wir arbeiten im Brücke-Museum begeistert mit Expertinnen verschiedener Disziplinen, ob Wissenschaftlerinnen, Praktikerinnen oder auch Künstlerinnen zusammen. Zum anderen ermöglichte mir diese Außensicht vielleicht auch, die institutionelle und wissenschaftliche Situation des Expressionismus ein wenig schonungsloser zu diagnostizieren, als es den Kennerinnen und Liebhaberinnen dieser Kunst möglich ist. Denn der deutsche Expressionismus war lange Zeit eine Erfolgsgeschichte, die parallel zum wirtschaftlichen Aufstieg Deutschlands verlief. So erzielten die Kunstwerke seit den 50er Jahren immer höhere Preise, mehr und mehr Ausstellungen erreichten in den folgenden Jahrzehnten mehr und mehr Publikum und auch die Publikationen wurden stetig umfangreicher und aufwendiger. Never change a running system, sagt man, und vielleicht führte dies auch dazu, dass die Museen in der Vergangenheit weitaus weniger kritisch in der Reflexion der Moderne waren als die Forschung, die natürlich auch nicht an Besucherinnenzahlen gemessen wurde. Es lässt sich aber festhalten, dass seit den 2000er Jahren diese Erfolgskurve merklich abgeflaut ist. Nur noch wirklich erdklassige Werke erzielen höchste Preise, Publikationen landen häufig im Ramschverkauf und die Ausstellungen sind zwar noch gut besucht, aber das Durchschnittsalter des Publikums war bis zum Beispiel hier im Haus bei meinem Amtsantritt 70+ und sehr homogen. Wie soll eine Kunst, ein Museum ohne eine neue Generation von LiebhaberInnen an Begeisternden bestehen? Dass ich dieses wunderbare Museum für ein jüngeres und diverseres Publikum öffnen sollte, war mein Auftrag. Mir wurde jedoch schnell bewusst, dass der Nachwuchs nicht nur bei den Besucherinnen fehlte, sondern auch in den Museen und Universitäten. Diese kritische Diagnose der Situation des Expressionismus war verbunden mit unserem Selbstverständnis als Museum und dem Bedürfnis, den Nachwuchs zu fördern, ausschlaggebend dafür, dass bei uns der Wunsch aufkam, ein Symposium auszurichten. Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Hauses. Und wie bei den meisten unserer Projekte begannen wir damit, externe Expertinnen einzuladen. Und da die eingeladenen Wissenschaftlerinnen alle hervorragende Teamplayerinnen waren, folgte der ersten Einladung eine zweite. Und so wurde dieses Symposium letztlich mit der vierfachen Power-Expertise von Maike Hoffmann, Andrea Meyer, Maja Seuker und Isabel Wünsche extern und hier im Haus von unserer ehemaligen Sammlungskuratorin Elena Schroll, unserer Kuratorin für Outreach Daniela Bistron und mir konzipiert. Die Grundstruktur des Symposiums besteht nun aus 4 Sektionen, deren Grundlage die zahlreichen Einsendungen zu unserem Open Call for Papers waren. Die Arbeitsteilung war auch relativ schnell klar, denn jede Sektion wird von einer der externen Wissenschaftlerinnen verantwortet. Die erste Sektion des Symposiums, Global Context, ist eine dringende Erweiterung und zugleich wissenschaftliche Fortsetzung von Themen, die uns in der Ausstellung Whose Expression, die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext, die wir hier 2021-2022 gezeigt haben, beschäftigt haben. In den Vortragen der von Isabel Wünsche, Professorin an der Constructor University in Bremen, verantworteten Sektion geht es um globale Resonanzen und Reflexionen des Expressionismus mit Betrachtungen zu Slowenien, Südafrika, China, Iran und Indien. Mit Aya Seuker, Professorin am Bard College Berlin, arbeiten wir seit 2018 zusammen. Unser erstes gemeinsames und für unser Museum und Selbstverständnis so wichtiges Projekt waren Ausstellung und Publikation Flucht in die Bilder, die Künstler der Brücke während des Nationalsozialismus. Die zweite Sektion des Symposiums, Nationale Expressionismen, konzipierte Aya Seuker als Kontinuität dieser wichtigen Fragestellung und die Vorträge reflektieren die interessanten Verflechtungen des Expressionismus zwischen Nationalsozialismus und Nachkriegsdeutschland an relevanten Beispielen.
auch mit Andrea Meyer, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin an der TU Berlin. Sie ist sozusagen auch eine wichtige Partnerin in den letzten Jahren von uns geworden. Sie hat unter dem Titel Schlaglichter auf die aktuelle Expressionismusforschung für die dritte Sektion 5 junge WissenschaftlerInnen eingeladen, deren Vorträge kulturwissenschaftliche Ansätze und die Dekonstruktion populärer Narrative beinhalten. Sie spannen den Bogen von der Befragung der künstlerischen Aneignung außereuropäischen Kulturerbes bis zur Rezeption des deutschen Expressionismus in den USA und Frankreich. Auch mit Maike Hoffmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Forschungsstelle Entartete Kunst der FU, die dieses Museum und die Brücke sehr viel länger und besser kennt als ich, durften wir seit 2018 und dem Ausstellungs- und Katalogprojekt Flucht in die Bilder mehrere Kooperationen realisieren. Die Vorträge ihrer Sektion, Schlüsselwerke neu gesehen, widmen sich zum Abschluss des Symposiums in einer Art wissenschaftlichen Tiefenbohrung einzelnen Kunstwerken und hier vor allem der Beschäftigung mit dem Thema einer entgrenzenden expressiven Kunst, die bis heute Impulse für die Gegenwart liefert. Da ich die Zusammenarbeit zwischen Theoretikerinnen und Praktikerinnen immer besonders fruchtbar finde, haben wir zum heutigen Auftakt zwei Gäste eingeladen, die beide auf Idealste verbinden und die immer wieder vermögen, mein Gedankenfeld weit zu öffnen. Yvette Motumba und Jörg Albrecht. Ich bin ein großer Fan von beiden und möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Jörg Albrecht ist Autor, promovierter Literaturwissenschaftler und hat fast zeitgleich mit mir vor fast 6 Jahren die Burg Hülshoff, den Wohnsitz der Dichterin Annette Droste-Hülshoff, als Gründungsdirektor, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer übernommen. Unter seiner Leitung wurde dieser Erinnerungsort neu konzipiert und durchlief einen vergleichbaren Transformationsprozess wie das Brücke-Museum. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und über Haunting Heritage reden wird. Yvette Motumba ist promovierte Kunsthistorikerin, Kuratorin und seit 2020 Curator at Large im Stedelijk Museum in Amsterdam. Sie ist Mitbegründerin und gemeinsam mit Julia Grosse künstlerische Leiterin von Contemporary End, einer digitalen Plattform für zeitgenössische Kunst mit einem besonderen Fokus auf Afrika und die schwarze Diaspora, die sich seit 2013 international einen Namen gemacht hat. Sie ist heute Abend leider anderweitig verpflichtet und darum haben wir im Vorfeld ein Gespräch zwischen ihr und unserer Kuratorin für Outreach, Daniela Bistron, genommen, das den schönen und programmatischen Titel trägt: Es gibt keinen Kanon, Kunstgeschichten revisited. Inspirierende Impulse aus den unterschiedlichsten Disziplinen und Denkrichtungen werden uns die kommenden Tage begleiten. Und hierzu passt auch die Gestaltung des Symposiums. Ein Leitsystem, das ein Leiternsystem ist und die Orientierung hier vor Ort erleichtert, das aber auch informiert und vielseitig nutzbar ist, sodass wir es in Zukunft nachhaltig wiederverwenden können. Wir haben versucht, ganz im Sinne des aktiven und nachhaltigen Zuhörens von Murmur, die nächsten Tage so zu gestalten. So gibt es neben den heutigen Impulsvorträgen die bereits 4 genannten Sektionen mit 19 Beiträgen. Wir starten morgen und übermorgen mit kurzen, aber gehaltvollen Inputs, die den Tag einführen. Und 4 Workshops laden morgen Nachmittag zum Austausch zu zentralen Fragestellungen ein. Aber natürlich wird es auch genug Zeit geben für das informelle Gespräch bei gutem Essen und Trinken und bei unserem sommerlichen Ausflug nach Zermützel, wo auch ein Sprung in den Zermützelsee möglich ist. Ich habe schon gehört, einige haben Badesachen dabei, aber natürlich geht es auch ohne Badesachen. Das wäre noch mehr im Sinne der Brücke. Die Badegruppe leite ich auch am Samstag. Ja, die Badesektion. Um den aktiven Austausch untereinander zu fördern, haben wir die Tagungsteilnehmerzahl bewusst überschaubar gehalten. Natürlich ist aber die Öffnung und Verfügbarkeit von Wissen zentral für unser Museumsverständnis und so werden alle Vorträge live gestreamt und sind danach auf unserer Webseite verfügbar. Und an den Diskussionen kann man sich auch online im Chat beteiligen. Dieses Symposium konnte nur mit dem Input, inhaltlichen wie finanziellen, von vielen tollen PartnerInnen realisiert werden. Mein großer und herzlicher Dank gilt der Franz Dieter und Michaela Kaldewey Stiftung, heute hier vertreten durch Frau Klingsoy-Leroy und Herrn Heuer, die dieses Symposium so großzügig wie unproblematisch ermöglicht haben. Wolfgang Wittrock und der Ferdinand Möller Stiftung möchte ich für den schönen Ausklang in Zermützel meinen Dank aussprechen, den Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Und der Freundeskreis des Brücke-Museums finanziert die köstliche und stärkende Verpflegung hier vor Ort des Caterings à la Schuck. Mein herzlicher und sehr persönlicher Dank gilt dem Symposiumsteam. Andrea Meyer, Maike Hoffmann, Aya Solka und Isabel Wünsche. Es war eine wirklich tolle, konstruktive, im besten Sinne pragmatische und immer sehr unterstützende Zusammenarbeit. Es wird hoffentlich nicht die letzte dieser Art sein.
Hier im Haus möchte ich besonders Elena Schroll, unserer ehemaligen Sammlungskuratorin, für die wunderbare Vorbereitung dieser Tage sehr, sehr herzlich danken. Sie wird in den nächsten Tagen den Konferenzhut aufhaben und uns durch die Tage führen. Und unserer Kuratorin für Outreach, Daniela Bestbistron, möchte ich für die guten Impulse und Ideen danken, ebenso wie Antonia Moldenhauer für die tolle organisatorische Unterstützung und natürlich dem gesamten fantastischen Brücke-Team, das in den kommenden Tagen ihre Gastgeberinnen sein werden und dass sie an den Namen erkennen. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne mit für Fragen zur Verfügung. Unsere Praktikantin Patricia Fritze wies uns zudem darauf hin, dass wir einen Awareness-Beauftragten benötigen, was wir einen wichtigen Anstoß fanden und diesen auch gerne direkt umsetzen. So können Sie sich alle teilnehmen, die Hilfestellungen benötigen oder Probleme haben, vertrauensvoll an Elena Schroll oder Antonia Moldenhau wenden. Die Stiftung Freizeit sei für das Leitern-System gedankt, Linus Kaufeld für das Film und die Online-Vernetzung, unterstützt von Roland Stehne vom Ton. Stefan Schade und Hanna Regenburg sind als Simultanübersetzer in den nächsten Tagen hier aktiv. Und natürlich möchte ich auch Manuela Garcia Aldana für die wunderbare und wichtige Einstimmung dieser Tagung meinen Dank aussprechen. Wir, und hier rede ich wieder im Namen des gesamten Symposiumsteams, möchten last but not least natürlich auch allen Vortragenden und Referentinnen für die Forschung, Inputs, Beiträge und Diskussionen sehr herzlich danken. Ich bin nun sehr gespannt auf die nächsten Tage und wünsche uns allen das interessierte Kennenlernen von neuen Perspektiven und Gesichtern, den intensiven Austausch untereinander. Und natürlich wäre es großartig, wenn aus diesem Nährboden in den kommenden Jahren viele wichtige neue Ausstellungen, Publikationen und Forschungsprojekte entstehen würden. Ich freue mich nun sehr, das Wort an Katrin Klingsor-Leroy übergeben zu dürfen, die wir als geschätzte Kollegin und Gründungsdirektorin des Franz-Marc-Museums kennen, die heute hier aber als Vertreterin der Kaldewey-Stiftung sprechen wird. Nach ihrem Grußwort wird die Arbeit Murmur fortgesetzt in einem zweiten Teil und danach folgen die Inputs von Jörg Albrecht und Yvette Mutumba. Im Anschluss finden Sie dann, weil das Wetter ist ja so traumhaft, treffen wir uns alle im Garten wieder. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Zuhören und ich wünsche uns allen ein großartiges Symposium. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Heuer, lieber Herr Wittrock, liebe Frau Schmidt, ich begrüße Sie alle sehr herzlich im Namen der Franz Dieter und Michaela Kaldewey Kulturstiftung, die dieses Symposium ermöglicht und großzügig fördert. Die Kaldewey Kulturstiftung fördert nicht so sehr in die Breite, sondern konzentriert sich auf einzelne Projekte und vielleicht darf ich einige, die in den letzten Jahren unterstützt wurden, erwähnen. Das ist beispielsweise die wichtige Ausstellung zu Van Gogh, Making Van Gogh, eine deutsche Liebe, das war eine Ausstellung im Städelmuseum in Frankfurt 2019-2020. Dann hat sich die Stiftung sehr stark engagiert in den letzten Jahren für das Thema Werkverzeichnis und hat das digitale Werkverzeichnis, den Katalog Raisonné der Gemälde von Max Beckmann gefördert und finanziert. Dieser Katalog wurde freigeschaltet 2021, viele von Ihnen werden ihn schon genutzt haben und kennen. Das Engagement für Max Beckmann geht weiter. Es wird jetzt gearbeitet an dem Katalog Raisonné der farbigen Arbeiten auf Papier. Da ist also auch als digitales Werkverzeichnis, das 2024 freigeschaltet werden soll. Und im Rahmen dieser Arbeit an den Katalog Raisonné zu Max Beckmann ist der Arbeitskreis Werkverzeichnisse entstanden und in diesem Jahr ist das wunderbare Handbuch Werkverzeichnisse erschienen, herausgegeben von Ingrid Perez de la Borda, Aya Sojka und Eva Wiederkehr-Sladicek. Das ist wirklich eine wunderbare handwerkliche Grundlage, könnte man fast sagen, für Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker. Dann als letztes Projekt möchte ich noch erwähnen die große Ausstellung zu August und Elisabeth Macke, der Maler und die Managerin. Das ist eine Ausstellung, die 2021 im Landesmuseum Münster gezeigt wurde und auch dort konzipiert wurde. Und diese Ausstellung ist exklusiv von der Kaldewey Kulturstiftung gefördert worden. Und aufgrund dieser großzügigen Förderung können wir die Ausstellung jetzt auch ins Franz-Marc-Museum übernehmen, wo sie in einer Woche eröffnet wird, am 11. Juni, worauf ich mich sehr freue.
Die Förderung des heutigen Symposiums durch die Kaldewey-Stiftung freut mich besonders, denn mit seinem Fokus auf den Brücke-Expressionismus führt es zum Kerngedanken und zu den Gründern Franz Dieter und Michaela Kaldewey. Ich möchte das mit einem kurzen Exkurs zur Rezeption des Expressionismus in Deutschland illustrieren. Franz Dieter und Michaela Kaldewey, die diese Stiftung gegründet haben, gehören zu einer Generation, Frau Schmidt hat es eben schon angesprochen, für die der Expressionismus in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg einen Neuaufbruch bedeutete. Die Farbkraft der Bilder, die figurative Essenz bei formaler Reduktion und Abstraktion wurden als modernen künstlerischen Ausdruck empfunden, obwohl nach dem Zweiten Weltkrieg die Entstehung der Werke ja schon über 30 Jahre zurücklag. Die Werke von Brücke und Blaumreiter, der beiden deutschen im Nationalsozialismus verfemten Avantgarde-Bewegungen, wurden Symbole einer wiedergewonnenen Moderne und ihre Ausstellung und Rezeption standen unter dem Zeichen der Wiedergutmachung, also der gewünschten Wiedergutmachung der Aktion Entartete Kunst. Bei der hohen Wertschätzung des Brücke-Expressionismus in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und bis heute, das kann ich im Franz-Marc-Museum täglich beobachten und erleben, spielte darüber hinaus die Idee von Innerlichkeit und emotionaler Intensität eine wichtige Rolle. Und sie hat die Interpretation des Expressionismus schon früh bestimmt. Ludwig Justi, der 1919 in der neuen Abteilung der Berliner Nationalgalerie im Kronprinzenpalais unter den Linden seine Vision der Moderne präsentierte, schuf dort Räume, in denen die einzelnen Künstlerpersönlichkeiten des Expressionismus zur Geltung kommen sollten. Denn für Justi war der Expressionismus mehr als jede andere Kunst Ausdruck persönlichen Erlebnisses und es ging ihm um die Ehrlichkeit des Empfindens, die Fähigkeit, das innere Erlebnis in äußere Form umzusetzen. Und damit griff er Gedanken auf, das wissen wir alle, die Brücke selbst formuliert hatte, wenn es im viel zitierten Programm der Brücke heißt, jeder gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt, dann wurde natürlich auch hier die aufrichtige Empfindung zum Auslöser des Kunstwerks erklärt und sie sollte in der spontanen malerischen Geste, die so charakteristisch für die Malerei des Expressionismus ist, ihren Ausdruck finden. Diese malerische und zeichnerische Qualität wurde in der Rezeption des Expressionismus nach dem Zweiten Weltkrieg als avantgardistisch, als modern und auch als kritisch verstanden. Dagegen definierte die neuere Forschung zum Expressionismus neue und auch andere Themen. Wir werden das in den nächsten Tagen breit kennenlernen. Und diese neuen Themen spiegeln sich ja in dem sehr interessanten Programm des Symposiums, über das Frau Schmidt uns gerade schon einen Überblick gegeben hat. Und diese neuen Themen kreisen im Wesentlichen um die Frage, inwieweit die Brücke durch die Machtstrukturen und den eurozentrischen Blick der wilhelminischen Ära geprägt war. Und man richtet den Blick weniger als in den vergangenen Jahrzehnten auf die ästhetische Struktur der Bilder. Ich möchte das ganz kurz an zwei Gedankenkomplexen hervorheben. Die Forderung nach der Aufrichtigkeit des Empfindens und dem spontanen malerischen Ausdruck verband sich für die Brücke-Künstler mit der Suche nach Quellen der Kreativität jenseits der Akademien. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts führte sie nicht nur die Maler der Brücke, sondern die gesamte internationale Avantgarde in die Völkerkundemuseen von Dresden, von Berlin, München und Paris. Und diese Museen hatten ihre Blüte seit der Mitte des 19. Jahrhunderts dem Raub und unrechtmäßigen Erwerb fremder Kunstwerke im Rahmen des europäischen Kolonialismus zu verdanken, worauf sich Fragen für die aktuelle Forschung zum Expressionismus ergeben. So etwa die Frage, ob die Maler der Brücke die Werke der außereuropäischen Kunst, die sie bewunderten, missbrauchten, indem sie sie für ihre eigene Kunstproduktion
nutzten und diese neue Formensprache in ihre Werke integrierten, ohne nach den Urhebern der fremden Artefakte zu fragen und ohne ihre Quellen deutlich werden zu lassen. Parallel dazu könnte man auch die Frage stellen, inwieweit die Brücke-Künstler und die internationale Avantgarde der Zeit nicht auch zu einer Wertschätzung ästhetischer Formen fremder Kulturen beitrugen, obwohl Kirchner, Heckel, Pechstein oder Schmidt-Rottluff Zeitgenossen des Kolonialismus waren und dies nicht kritisch reflektiert haben. Ein zweiter Fragenkomplex ergab sich und ergibt sich im Zusammenhang mit der Ateliersituation der Brücke-Künstler, vor allem in der Dresdner Zeit der Gruppe. Die Ablehnung bürgerlicher Formen des Zusammenlebens ließ die Brücke Ateliergemeinschaften gründen, in denen Erotik und Sinnlichkeit von umso größerer Bedeutung waren, als sie in der wilhelminischen Gesellschaft verdrängt wurden. Wie hinter der Scheinmoral der bürgerlichen Gesellschaft verbargen sich allerdings auch hinter der Freizügigkeit des Atelierbetriebs der Brücke, das hat die Forschung der letzten Jahre und Jahrzehnte gezeigt, autoritäre Machtverhältnisse zwischen Maler und Modell, Mann und Frau, Erwachsenem und Kind, und dies förderte Diskriminierung und Missbrauch. Die neuere Forschung zum Expressionismus zeigt und hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Brücke-Künstler in vieler Hinsicht unkritische Zeitgenossen waren, deren Haltung zum Kolonialismus und zu den Hierarchien und sozialen Beschränkungen ihrer Epoche den moralischen Maßstäben unserer Zeit nicht standhalten würde. Daraus ergibt sich auch die Frage, ob die Rekonstruktion der historisch-kulturellen Hintergründe der Kunstproduktion der Brücke zwangsläufig zu moralischen Urteilen nach heutigen Maßstäben führen muss und, falls ja, was daraus folgt. Aus eigener Erfahrung als Leiterin des Franz-Marc-Museums weiß ich, dass dies im Extremfall zur Forderung des Abhängens von unliebsamen Kunstwerken führen kann. Also im Extremfall und letztendlich könnte das bedeuten, dass einzelne Kunstwerke aufgrund moralischen Fehlverhaltens ihrer Urheber ins Depot verbannt werden. Ich habe diese Forderung, die unter anderem von Besuchern auf mich zugekommen sind, nicht umgesetzt. Das wäre, glaube ich, auch völlig unsinnig im Rahmen eines Museums. Aber natürlich muss man über diese Situation nachdenken und sie lässt sich nur vermeiden mit einer Kontextualisierung der problematischen Bilder, die über die historisch-kulturellen Hintergründe der Werke und über die Biografien der Künstlerinnen und Künstler in angemessener Weise informiert. Denn nur so kann man dem Betrachter die Möglichkeit geben, die Bedingungen seines eigenen historisch geformten Blicks auf die Kunstwerke ebenso mitzudenken wie die Entstehungssituation der Werke. Nur so bietet man ihm die Möglichkeit, seine eigene bewusste Perspektive auf das Werk zu finden und zu vermeiden, dass man es ihm entzieht. Ich bin sehr gespannt auf das Panel des Symposiums, was sich mit dieser Frage befasst. Ich habe mich auch dazu angemeldet. Und bin gespannt auf die Diskussion, denn die Frage, wie eine richtige oder eine gute oder eine weiterführende Kontextualisierung aussehen kann und muss, ist entscheidend, damit man das richtige Verhältnis von Kommentar und Werk findet. Dafür bietet die Forschung die Grundlage und deshalb ist eine zukunftsweisende Forschung zum Expressionismus so wichtig. Sie muss die vielen sich überlagernden Bedeutungsschichten der Kunstwerke aufdecken, bisher nicht wahrgenommene Aspekte hervorheben und immer wieder dafür sorgen, dass die Werke aus unterschiedlichen und vielen Perspektiven wahrgenommen werden. Und so kann sie auch die Voraussetzungen für eine angemessene Kommentierung und für eine angemessene Präsentation der Werke im Museum bieten. In diesem Sinn, als einen sich ständig selbst hinterfragenden Prozess,
der immer wieder zum Werk zurückführt und das Verständnis von der Komplexität der Kunstwerke in ihrer Widersprüchlichkeit, auch in ihrer Metaphorik, in ihrer Symbolik vertieft. In diesem Sinn fördert die Kaldewey-Kulturstiftung die Forschung zum Expressionismus. Und in diesem Sinn wünsche ich uns allen zum Auftakt des heute beginnenden Symposiums viel Inspiration, einen interessanten Dialog und viel Vergnügen natürlich. Danke Ihnen. As a tool of survivor technology, enjoy it. We have the right to remember, and we need right to remember. We have the right to remember, and we need right to remember. And it is our right to remember. It's all the rights, the W-R-I-T-E, the R-I-T-E, and the R-I-G-H-T. So I really appreciate the theme today of amnesia. And so I offer this to you sort of in my own journey. When people talked a lot about going home, this is about, in a certain level, my going home. As a tool of survivor technology, enjoy it. Africa's the power, disco music. African soul power has the feeling. African soul power, disco music. African soul power has the feeling. African soul power, disco music. Disco music. African soul power has the feeling. African soul power, disco music. Disco music. African soul power has the feeling. Making music for the people. Making music. As a tool of survivor technology. Enjoy it. I'll get you.
little fingers. They got little antennas over the eyes and little antennas over the ears. One each over, one over each ear. Something like Spock. People need to be tuned up. They're out of tune. Out of tune with the universe. And that's why they get sick and all that, because they're out of tune. Music is a language. And if I can get this planet to listen carefully, they will change. Ja, ist gar nicht so einfach, nach so einer kraftvollen künstlerischen Montage zu sprechen, auch wenn es so, wenn sie so schön sanft mit dem Wind abgeebbt ist. Aber ich wage es jetzt trotzdem mal und freue mich, hier zu sein. Sag erstmal herzlichen Dank für die Einladung an Lisa Marei Schmidt und an Daniela Büstron. Vielen Dank auch an Elena Schroll und Antonia Moldenhauer für die exzellente Vorbereitung. Das hat Spaß gemacht. Und ich suche mal eben noch ganz kurz hier ein Device. Gefunden. Zu diesem Thema sprechen oder ja, Gedanken sind es eigentlich mehr oder weniger, die ich mitgebracht habe zu Haunting Heritage. Haunting, vielleicht kann man es am besten mit Spuk übersetzen, Heimsuchung vielleicht im wörtlichen Sinne. Heritage, Erbe, also schon ein sehr deutsches und sehr schweres Wort. Zu einem Zeitpunkt, also das war so 2011, 12, wo Heiraten und Kinderkriegen für zwei Männer in diesem Deutschland eigentlich noch gar nicht möglich war. Gemeinsam alt werden war schon möglich, aber mit 30 natürlich unvorstellbar. Jedenfalls weiß ich seitdem, was es heißt, jemandes Gespenst zu sein. Denn das war ich zumindest 2 Jahre lang, auf den Tag genau 2 Jahre, nachdem sich Bünyamin Demir von mir getrennt hatte, ohne sich zu trennen, nachdem er aus meinem Leben einfach wortlos verschwunden war. Ohne Nachricht, ohne Anruf, ohne Face-to-Face-Gespräch, zog ich als zerstörtes, blasses Gespenst durch die Welt 2 Jahre lang. Und dann, genau 2 Jahre, nachdem er mich geghostet hatte, auf den Tag genau erschien er mir. Jetzt war er das Gespenst, das mich auf den Tag genau 2 Jahre nach dem Ghosting heimsuchte, in der Nacht in einem Club. Und das war auch nicht das letzte Mal. Und immer wenn ich jetzt an ihn denke, dann erwische ich mich dabei, wie ich kurz danach seinen Lieblingsfilm anschaue, nämlich The Others, gedreht 2000, Lichtallergie, daher müssen die Fenster immer durch Vorhänge verdeckt werden. Das Einzige, was sich hier bewegt, ist das Licht. Doch je länger sie im Haus leben, desto mehr unerklärliche Vorfälle passieren. Also ist ganz klar, diese unvollständige Kernfamilie wird bespukt. Doch auch als der Vater dann aus dem Krieg zurückkehrt, wird es nicht besser. Und Achtung, Spoiler jetzt, als alles immer stärker eskaliert und Grace eine Seance abhält, erfahren wir in der Seance, was die Gespenster eigentlich wollen, nämlich ihre Ruhe. Denn in Wirklichkeit sind Grace und ihre Familie selber tot. Sie sind die Gespenster und bespuken eine lebendige Familie in diesem Landhaus. Und es waren jene lebenden Familienmitglieder, die ihnen erschienen, also ihnen, den Gespenstern, nicht als Lebende erschienen, sondern als Untote. Und alles in der Erzählung des Films kippt. Ja, Gespenster lassen uns eben nicht los, egal wo wir uns aufhalten. Sie tauchen an ganz verschiedenen Orten auf, sie bespuken uns nicht nur in verlassenen Häusern, sondern auch in frisch bezogenen Wohnungen oder auf Industriebrachen, in Bibliotheken oder in Toilettenräumen wie Moaning Myrtle bei Harry Potter oder natürlich in Schlössern und Burgen. Und es gibt sie in allen Gegenden dieser Erdkugel, quer durch die Kulturen. Wo sie erscheinen, ist in jedem Fall etwas unerfüllt geblieben, als diese Gespenster noch lebende Menschen waren. Etwas, das ihnen zu Lebzeiten geschah, lässt ihnen an diesem Ort nach ihrem Tod keine Ruhe. Sie besuchen uns immer wieder, they revisit. Das Ungesagte, Unbeantwortete, Ungetane zwischen Menschen ist also der Moment, in dem das Gespenst entsteht. Ja, und es bleibt dann, bis die Dinge gesagt, beantwortet, getan worden sind. Für große kulturelle Schätze gilt ja auch, dass sie gespenstisch sind, denn auch sie lassen uns nicht los. Sie tauchen immer wieder in unserem Alltag auf, selbst wenn sie längst vergangen sind. Zum Beispiel sucht mich seit mehr als 5 Jahren jetzt der bekannteste weibliche Teil des deutschsprachigen Literaturkanons des 19. Jahrhunderts heim, nämlich Annette von Droste-Hülshoff. Also eine Schriftstellerin, die
dem katholisch geprägten weißen Adel der Region Westfalen entstammt, die hin und her gerissen war zwischen Normen, Konventionen, Strukturen einerseits und dem Wunsch nach Befreiung, nach Ausbruch, nach Wandel andererseits, die die Revolution fürchtete und die ersten frühen Frauenrechtlerinnen ablehnte, aber von Freiheit und Emanzipation der Geschlechter schrieb, die ihre intimen Freundinnen darum bat, ihre Briefe zu vernichten, vor allem, weil sie in diesen Briefen das Verlangen nach diesen Freundinnen formulierte, die ihre Frisur im Leben streng nach oben und in Locken geflochten trug und in ihren Texten von Momenten träumte, in denen ihr Haar sie umwallte. Eine Prosaautorin, Lyrikerin, Dramatikerin, Briefverfasserin, Librettistin, Komponistin, Performerin, Sammlerin, Scherenschnittkünstlerin, Care-Arbeiterin. Eine Frau, die zu Lebzeiten nur einen Bruchteil von dem lebte, was ihr möglich schien. Wie soll die auch zur Ruhe kommen? Nach ihrem Tod, der jetzt 175 Jahre her ist. Wie soll sie auf Wiederbesuche verzichten, wenn sie doch mindestens 150 Jahre vor allem als sittsame, gläubige Dichterin verehrt wurde in jenem Wirken? Vielleicht ein bisschen Droste-Nerdism jetzt nochmal ganz kurz. In Droste-Hülshoffs Schreiben nehmen Phänomene wie Spuk und Geisterseherei einen ziemlich großen Platz ein. Und wo immer Gespenster oder andere Erscheinungen den Lebenden begegnen, dort geben sie ihnen und damit uns, den Lesenden, ein umfassendes Gefühl davon, wie es zu Besitz kam, zu Geschichten, zu einer bestimmten Sprache, zu Ritualen, zu Gemeinschaften, zu Privilegien. Damit gemeint sind dann besonders die Vorrechte der sozialen Klasse der Autorin, nämlich des Adels, denn dessen Privilegien basieren auf dem untoten Erbe der Toten, weswegen sich die Privilegierten vielleicht besonders stark aus der Ballade. Da steht er keuchend, sind die müde Seele zu laben, denkt an sein liebes einziges Kind, seinen zarten, schwächlichen Knaben, ob dessen Leben des Vaters Gebet wie eine zitternde Flamme steht. Zitat Ende. Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub folgert in seinem Vortrag, den er in unserer Reihe Droste Lab gehalten hat, wieder Zitat: In Vorgeschichte Second Sight ist Genealogie schlicht ein Albtraum. Wenn überhaupt, leiden der Baron und der kränkliche Junge, um den er sich sorgt, unter einem fatalen Übermaß an Vergangenheit. Die Vorfahren überwältigen die kaputten Überreste dieser Kernfamilie. Zitat Ende. Ja, was ist ein Erbe, also wenn es uns terrorisiert? Wie stehen wir zu ihm, das doch irgendwie aus der Vergangenheit in die Zukunft will und soll? Was bedeutet es, kulturelle DNA zu teilen und nicht dieselbe Zeit, dasselbe Verständnis von Welt, von Zusammenleben, von Liebe, von Leiden? Wann sind wir the ones, wann the others? Mal the ones, mal the others? Hat Amenabas Geistergeschichte, die jetzt etwas mehr als 20 Jahre alt ist, vielleicht einen Kippmoment in unserer Gegenwart vorweggenommen? Warum? Weil gerade jetzt etwas gekippt ist oder kippt, weil das, was seit 300 Jahren, selbst durch den Terror des Nazi-Regimes hindurch, durch den Schrecken von Shoah und Poraimos, durch die Wirren des Weltkriegs hindurch, immer alle Gespenster abwehren konnte, nämlich die aufgeklärte humanistische Bildung mit ihrem Glauben an die Schönheit der Kunst und mit ihrer kulturellen Unschuld, weil diese aufgeklärt-humanistische Bildung auf einmal in eine Seance hineingeraten ist, nach Jahrhunderten, in denen in ihrem Namen Kolonien ausgerufen, Menschen ausgeschlossen, Umwelten zerstört worden sind, hat diese Kultur eine Seance durchlaufen und weiß auf einmal, the others sind gar nicht die anderen. Nach der Seance, in der uns die Gespenster verraten haben, dass wir Gespenster sind, wissen wir nicht weiter. Wie weiter mit dem Kanon? Er, der dem bürgerlichen Bewusstsein doch immer ein Heim war, sucht jetzt uns Heim. Wie mit dem Kanon gegen den Kanon leben, wie mit der Kunst über die Kunst arbeiten, wie mit den Gespenstern lesen. Gespenster, also die Toten sind tot, doch immer noch lebendig. Oder andersrum, sind die Lebenden lebendig und gleichzeitig tot. Sie sind zwischen nicht mehr und noch nicht gefangen, wie der französische Philosoph Jacques Derrida in einem seiner bekanntesten Bücher schreibt, nämlich in Marx Gespenster. Marx und Droste-Hülshoff waren übrigens Zeitgenossinnen und hatten sogar, wie der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering zeigt, bei aller Unterschiedlichkeit ihrer politischen Ansichten ein gemeinsames Thema, nämlich den Holzdiebstahl, und mit ihm verbunden die Frage, wem eigentlich der Wald gehört. Wessen Eigentum ist er? Wer nutzt ihn? Und wieso bespuken den Wald, der nur noch einem Einzelnen gehört, des Nachts Gestalten in blauen Kitteln, die Bäume fällen und wegschaffen? Vielleicht, weil das Holz und das Wild eigentlich niemand angehören können.
weil sie Allmenden sind, wie die Mutter zu Friedrich Merkel in Drostes Text Die Judenbuche sagt. Judenbuch? What the fuck? Das fragte im Jahr 2020 die Dramatikerin Sivan Ben Yishai. Allerdings war dieses Fragen nur gespielt und Teil eines 20 Minuten langen Musikvideos, das sie zusammen mit ihrer Autorenkollegin Maren Kames für unser Droste-Festival produziert hatte. 2 Jahre später, wiederum 2022, nahmen wir uns die Judenbuche, vielleicht den Droste-Text im Kanon überhaupt, vor und baten KünstlerInnen um eine Relektüre, eine Adaption. Heraus kamen unter anderem 16 Szenen für einen Wald, also eine immersive Arbeit von Rimini-Protokoll im Wald der Burg Hülshoff. 1842 hatte Annette von Droste-Hülshoff die Judenbuche als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht, in 16 Teilen. Und 180 Jahre später nahmen Helga Taug und Daniel Wetzel von Rimini-Protokoll diese 16 Teile und formten daraus 16 Szenen an 8 Hochsitzen. Ja, und Sie können sich schon denken, das Gespenst von Droste begleitete uns. Und so kam es, dass wir nach Dutzenden von Gesprächen mit ExpertInnen zu den Themen Rechtsprechung, Familie, Alkoholismus, jüdische Gegenwart und Ökologie, also Themen aus dem Text, die KünstlerInnen auf einmal ihre erprobte Methode über Bord warfen und nicht den literarischen Text in die Gegenwart hieften, indem sie diese ExpertInnen zu den Themen des Textes sprechen ließen. Vielmehr überschrieben sie den Droste-Hülshoff-Text mit feinen Strichen, ließen die Figuren, die Droste in die dritte Person gesetzt hatte, aber in der ersten Person Singular sprechen, vervielfältigten das Ich, erschufen viele Stimmen. Und die halten jetzt von Baum zu Baum und über die Lichtung hinaus, auf der auf den Hochsitzen die BesucherInnen saßen, und abwechselnd tauchten die Zuhörenden dort in die Figuren der Novelle ein. Friedrich Merkel, seine Mutter, sein Onkel, der Förster, der Gutsherr und so weiter. Die jüdische Community allerdings, die Droste in ihrem Text beschreibt, spricht hier nicht. Und das war eine Konsequenz aus der gemeinsamen Lektüre, die wir mit Rimini-Protokoll und mit dem Lyriker und Essayisten Max Czollek unternommen hatten. Czoleks Close Reading oder, wie er aussagt, Gegenreading von Die Judenbuche hatte uns vor Ohren geführt, wie stark auch Droste-Hülshoff den antisemitischen Stereotypen ihrer Zeit verhaftet war und im Text bleibt. Juden, Jüdinnen als kauzige AußenseiterInnen, als Wucherer, als seltsame, halbmagische Community, die mystische Zeichen in einen Baumstamm ritzt, nämlich in die titelgebende Judenbuche. All das hatten wir überprüft und so waren Fragezeichen vor allem als Leerstellen in die 16 Szenen für einen Wald eingegangen. Was die Installation also bewusst und transparent ausließ, holten wir in einer offenen und öffentlichen Leserunde nach, die wieder von Max Czollek angeleitet wurde, mit präzisem Blick, klugen Lesarten und klarer Haltung. Eine weitere Variante des Buchs zur Buche, also Buch und Buch haben ja beide denselben Wortstamm und ganz wörtlich stammt das Buch auch aus dem Buchenstamm. Eine weitere Adaption also war Daniel Laufers filmische Installation The Geometry of Hope. Drostes Text war ihm Grundlage für ein Drehbuch und dieses Drehbuch stellt die Witwe des ermordeten Juden Aaron in den Mittelpunkt, erzählt von ihrer Trauerarbeit noch Jahrzehnte später und on the way porträtiert der Film auch das jüdische Leben zwischen Stadt und Land im Ostwestfalen des späten 18. Jahrhunderts. Gedreht wurde ein wichtiger Teil des Films in einem Fachwerkhaus. Es ist das Haus des 1783 ermordeten jüdischen Händlers Soestmann Behrendt. Die Akte zu diesem Mordprozess, geschrieben von Droste-Hülshoffs Onkel, war ihr übrigens die Vorlage zu ihrer literarischen Arbeit gewesen. 2002 war dieses Haus von Soestmann Behrendt dann aus dem Kreis Höxter ins LWL Freilichtmuseum in Detmold transluziert worden und der Geist des Soestmann Behrendt, er war mitgekommen. Und wie bei Droste-Hülshoff die Inschrift im Baum, also im Stamm der Judenbuche, an den toten Aaron erinnert, so erinnert ihr Text uns doch schmerzhaft an die reale Mordgeschichte, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und noch schmerzhafter daran, dass es ihr nicht gelungen ist, Empathie mit der jüdischen Community, mit dem Mordopfer und mit der Witwe ins Zentrum zu rücken. Ja, und wieder kippt etwas. Wer sind die Others? Die Frage bleibt. Und wenn wir in den kommenden 2 Jahren die Forschung zur NS-Verstrickung der Familie von Droste-Hülshoff veröffentlichen, wird sich diese Frage sicher weiter zuspitzen. Auf dieser Grundlage wird dann die Judenbuche auch nochmal anders erscheinen. Und als Institution sind wir dankbar dafür, dass Künstler in diesen Text mit uns neu lesen, anders betrachten, Kontinuitäten suchen, Diskontinuitäten finden, uns helfen, mit diesen Gespenstern zu leben.
Ja, jetzt noch zu einem ganz anderen Gespenst, das auch umgeht im Münsterland, seitdem es das Center for Literature bei uns gibt. Das ist ein Gespenst der Queerness. Ein aufgebrachter ehemaliger Religionslehrer aus der Region bezeichnete die Programmarbeit, die wir dort machen, in einem Brandbrief an die Kulturstaatsministerin mal als Irrungen und Wirrungen und die Existenz einzelner Teammitglieder als äußerst fragwürdige Lebensform. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ihn so in Rage gebracht hatte oder diese Besessenheit hervorgerufen hat. Also es war eigentlich eine ganz einfache Frage, die aber jetzt ein Bandwurmsatz wird. Ist es möglich, dass Droste-Hülshoff, also eine gleichsam von der Bourgeoisie des 19. Jahrhunderts, von strammen Nazis des 20. Jahrhunderts und von BildungsbürgerInnen des 21. Jahrhunderts als Nationaldichterin, verehrte Schriftstellerin, am Ende queere Beziehungen pflegte und sogar darüber schrieb? Die Frage stellte schon vor vielen Jahren die Autorin Angela Steidele, als sie ihr Buch Die Geschichte einer Liebe veröffentlichte. Das Buch dreht sich um Adele Schopenhauer und Sibylle Mertens, die mit Droste-Hülshoff eng befreundet waren und selber ein Liebespaar. Dieses biografische Forschen und Neulesen bestimmt Angela Steideles künstlerische Forschung. Und ich möchte Sie ganz kurz mitnehmen in die Thesen, die sie uns im Herbst 2022 anlässlich eines Netzwerktreffens zum Thema queeres Erzählen auf Burg Hülshoff mitbrachte. Denn für mich war diese Relektüre der Liebes- und Naturgedichte von Droste-Hülshoff ziemlich erleuchtend. Und jetzt wollte ich gerade wieder die Folie wechseln. Ich sag mal, enter gender. Also wer oberflächlich liest, wird in Droste-Hülshoffs Gedichten sicherlich eher konventionelle Rollen und Geschlechterbilder sehen oder sie auch in diesen gefangen sehen. Aber Angela Steidele zeigt am Beispiel einiger Texte, dass es vielleicht gar nicht so ist. Am Beispiel des Gedichts Das Fräulein vom Roten Schild wird zum Beispiel so eine erste Dimension erfahrbar, denn das Fräulein aus dem Titel begegnet, heiß vor Verlangen, einem Phantom, einem Gespenst. Sie sieht nämlich sich selbst die eigenen vier Wände verlassen, stellt sich selber nach, um sich dann an der Türspalte zu begegnen, die keineswegs durch Zufall eine Spalte ist. Das Fräulein ist also heiß nach der eigenen Doppelgängerin. Dieses Genderbending von Droste-Hülshoff geht aber noch viel weiter. Immer wieder sind Geschlechtszuweisungen in ihren Texten uneindeutig und werden dadurch gespenstisch. Ich zitiere Angela Steidele. Insgesamt lassen sich bei Droste literarische Strategien erkennen, die sich sowohl als Camouflage wie auch als Transzendenz von Gender lesen lassen. Regelmäßig wird die Frage, ob ein Mann und eine Frau oder zwei Frauen oder zwei Männer lieben, absurd, da eindeutige Geschlechterzuweisungen fehlen. Dadurch werden sie universell, sperren sich jeder Kategorie und jeder Hierarchie. In diesem Sinne befreien diese Gedichte die Liebe von allem sozialen Ballast, der von außen auf sie einwirkt. Sei es nun das hierarchisch vorbelastete Verhältnis zwischen Mann und Frau oder das Verdikt der Frauenliebe. Zitat Ende. Und hier kommen jetzt The Others auch wieder ins Spiel. Das Lesen der anderen sozusagen. Denn im Gedicht Das Bild wird, laut Steidele, ein weiblicher Blick auf eine Frau geworfen. Und genau auf diesen Blick referiert dann das lyrische Ich 9 Verse lang mit dem Pronomen ihn, also den Blick. Und wer ungenau liest, wird vielleicht denken, es handele sich bei ihm um einen männlichen Geliebten. Doch es geht immer nur um ihn, also den Blick auf sie, die Geliebte. Generationen von Germanisten ohne Sternchen haben daraus eine heteronormative Liebeskonstellation herausgelesen oder haben sie hineingelesen. Die Grammatik, falsch interpretiert, wird also gespenstisch. Ja, wer ist jetzt das Gespenst? Das queere Begehren des Ichs in Drostes Texten oder das Denken der Germanisten, die Jahrhunderte lesen und lesen und lesen und nicht lesen können, die einen Text so lange biegen, so lange bänden, wie, Zitat Droste, eine Hülse, die man nur auf alle Art drücken und brechen kann, um zum Kern zu gelangen. Was bedeutet es jetzt, mit so einem Gespenst zu leben? Also mit dem Erbe einer weißen, adligen Dichterin des 19. Jahrhunderts. Wer sind die Others? Wie können wir mit den Gespenstern für die Gespenster leben? Und welche Rolle hat dabei die Institution? Und welche Rolle haben wir als Institution in dieser Seance, bei der wir gar nicht wissen, wer am Ende jetzt eigentlich die Gespenster sind und was sie berichten? Also, wir gingen vom Ghost aus. Wie bereiten wir ihm ein Zuhause? Indem wir ihn ghosten? Nein. Das G ghostet den Ghost. Das G geht und hinterlässt vom Ghost den Host.
Wir als Institution sind Gastgebende. Wir sind in der Pflicht, den Geistern den Teppich auszurollen, den Tisch zu decken und den Begrüßungstrunk zu kredenzen. Und dann laden wir ein. Wir laden alle ein, zu kommen. Wir wissen, es werden nicht alle kommen. Wir legen nicht fest, wer wo sitzt. Wir achten darauf, dass alle einen Platz finden. Ob sie ihren Platz finden, können wir nicht garantieren. Wir laden ein und wissen, es kann auch zum Streit kommen, doch sind wir nicht da, damit the ones, the others und the others of the others sich gegenseitig widersprechen können? Wir sagen, willkommen. Wir sagen, schön, dass ihr da seid. Wir sagen, wir sind nur Teil einer langen, sehr langen Geschichte. Wir sind verantwortlich für das, was vor uns war, auch wenn wir nicht Teil davon waren. Und wir werden verantwortlich sein für das, was jetzt gerade geschieht und geschehen wird. Auch dafür, welche Gespenster wir laden und welche nicht. Und ob wir wollen oder nicht, sie kommen und kommen und kommen wieder und wieder. Visit and revisit and revive and revisit. Relax. It's only a ghost. Vielen Dank. Herzlichen Dank, lieber Jörg Albrecht, für wirklich diesen tollen Vortrag. Ich glaube, ich werde jetzt diese Analogie, dass einige Themenfelder, die auch für den Rest des Symposiums immer wieder auftauchen, in dem Gespräch ja, vorbereitet, angesprochen hören. Einige Fragen, mit denen wir uns die nächsten Tage weiter beschäftigen. Und ja, viel Spaß dabei. Bevor ich mit dir über einige inhaltliche Aspekte, die auch die Tagung betreffen, rede, würde ich dich gerne fragen, wie eigentlich deine subjektive Verbindung ist zum Thema Expressionismus oder auch Expressionismus neu sichten, wie ja der Titel der Tagung ist. Ob du dazu vielleicht ein paar Aspekte, weil ich weiß, dass es mehrere Anknüpfungspunkte gibt, ein bisschen weiter, ein bisschen näher an dir dran, aber das, weil du auch häufiger über Subjektivität und Neutralität in Museen sprichst und schreibst, ja, wäre das meine erste Frage. Ja, also subjektiv gesehen ist tatsächlich, dass ich schon lange mir die Frage gestellt habe, was Expressionismus eigentlich ist in deiner Wahrnehmung im deutschen Kontext. Also ich muss sagen, ich bin auch, glaube ich, wie alle, die irgendwie so eine Art Bürger, wie heißt, sagt man, das gutbürgerliches Upbringing haben, irgendwie damit aufgewachsen, dass ich in Ausstellungen war, die eben auch expressionistische Künstler gezeigt haben, die Brücke-Künstler gezeigt haben. Ich habe mich ja auch entschieden, dann Kunstgeschichte zu studieren, wo viele dieser Künstler auch immer wieder aufgetaucht sind und die ich auch spannend fand und das tatsächlich so eine Prägung war, dass es für mich auch sehr lange so ganz selbstverständlich war, was ich gesehen habe und dass klar war, das sind irgendwie wichtige Künstler, die einfach eine Geschichtsschreibung geprägt haben und das eigentlich bei mir erst so gegen Ende des Kunstgeschichtsstudiums immer mehr sich da doch so Fragezeichen aufgetan haben, wenn man sich die Bilder genauer angeschaut hat. Und dann habe ich mich halt entschieden, auch meine Magisterarbeit eben zum Thema der Darstellung von schwarzen Menschen in der Malerei in Deutschland zu widmen. Und da spielt natürlich der Expressionismus auch eine ganz wichtige Rolle. Und das war sozusagen der erste Moment, wo ich wirklich aus einer ganz subjektiven Interesse heraus mich damit beschäftigt habe. Und das war aber wirklich auch zu einem Zeitpunkt, also jetzt merkt man gleich, wie alt ich schon bin, aber es war halt wirklich so in den frühen 2000ern, als ich diese Magisterarbeit geschrieben habe. Und da war das aber im universitären Kontext sowieso nicht, aber auch nicht im institutionellen Kontext überhaupt schon ein Thema. Also ich habe dann zwar auch jemanden gefunden, die mich geprüft hat in dieser Magisterarbeit, aber das war schon so ein Moment, wo so noch keiner so richtig verstanden hat, was ich eigentlich damit will und wo ich mir das auch schon sehr selbst erarbeiten musste, wie ich irgendwie auch kontextualisieren kann und welche andere Theorie oder Literatur es gibt, weil zu dem Thema gab es zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht das in der Form. Und es ist ja immer noch, das werdet ihr ja auch dann noch weiter besprechen, immer noch auch ein Thema, wie man sozusagen sich weiter kritisch eben mit den Künstlern des Expressionismus auseinandersetzt, weil eben sehr viel geschrieben wurde und bis heute einfach sehr viel geschrieben wurde, was sich doch sehr ähnelt und sich wiederholt und irgendwie aufeinander bezieht. Und das heißt, das war für mich
sehr einschneidend, auch generell in meinem kunsthistorischen Denken und meiner kunsthistorischen Praxis, dass, wie wichtig das ist, dass man auch anfangen muss, eben doch gewisse Dinge nochmal anzuschauen, auch wenn man denkt, die sind so klar und so bearbeitet, das kann eigentlich gar nicht sein, dass es da noch was zu sagen gibt. Und das hat mich in meiner weiteren Praxis begleitet und schließlich jetzt eben, weil du auch gesagt hast, nochmal einen kürzeren Bezug dazu, ist es nochmal relevanter geworden im Kontext meiner Tätigkeit als Curator at Large am Stedelijk Museum, wo eine groß angelegte Ausstellung, die ja auch bei euch im Brücke-Museum dann gezeigt wurde, zu Kirchner und Nolde vorbereitet wurde, als ich dort angefangen habe als Curator at Large. Und ich da mehr in so einer beratenden Rolle dann so ein bisschen mit eingestiegen bin, eben wie man sich diesen Fragestellungen widmen kann, wenn man einfach nochmal kritisch auf so große Meister, sage ich mal in Anführungsstrichen, wie Kirchner und Nolde schauen will und wie man das macht, wie man das auch zugänglich macht und nachvollziehbar macht. Und letztendlich war das für mich nochmal wie so ein Punkt, an dem ich dann nochmal so abschließen konnte, auch mit dem Thema, was vielleicht damals angefangen hat, was schon 20 Jahre her war, das jetzt nochmal in so einem größeren institutionellen Kontext mit einem riesen Team drumherum und allen möglichen Experten und Leuten, die gefragt wurden, sich einfach nochmal damit zu befassen. Und im weiteren Sinne bist du dann ja letztendlich damit sehr konstruktiv oder produktiv umgegangen und darum kümmert ihr euch ja auch mit eurer Plattform Contemporary End, den Kanon letztendlich zu erweitern und oder nicht zu erweitern, sondern einfach einen eigenen, du sagst ja, es gibt keinen Kanon, sozusagen einen eigenen Wissenskomplex oder eben eine eigene Plattform zu bilden, in dem nämlich genau, zumindest in der Kunstgeschichte, bisher sehr marginalisierte Positionen auftauchen und ihr Künstlerinnen Ausstellungen vorstellt. Genau, also ich würde es tatsächlich auch nochmal so unterstreichen, dass ich eben diesen Begriff Kanon auf eine Art kritisch gegenüberstehe, weil Kanon einfach immer so automatisch was Ausschließliches hat. Oder muss es sehr spezifisch sagen, man kann natürlich sagen, man spricht vom deutschen kunsthistorischen Kanon oder so, dann ist es auch nochmal was anderes. Aber meistens wird ja immer einfach der Kanon als Begriff verwendet und gleichzeitig ist der Kanon aber synonym mit einer sehr eurozentristischen Perspektive auf die Kunstgeschichte. Und deswegen betone ich das immer so. Gleichzeitig könnte ich natürlich auch sagen, es gibt auch einen nigerianischen kunsthistorischen Diskurs oder Kanon. Aber um diesen Punkt zu machen, dass wenn überhaupt es eben diese verschiedenen Kunsthistorien gibt, die nebeneinander existieren und entsprechend auch verschiedene Kanons, die nebeneinander existieren oder die Frage einfach sich stellt, warum braucht man diesen Begriff des Kanons, weil es einfach immer wieder sozusagen was Exklusives ist oder Einschränkendes ist und meiner Meinung nach nicht wirklich hilft, auch kunsthistorischen Narrativen irgendwie nachgehen zu können. Und das haben wir mit Contemporary End halt sehr bewusst versucht umzusetzen, indem wir halt von Anfang an gesagt haben, dass wir uns auch gegen diese Idee oder dieses Begriffs der afrikanischen Kunst entgegensehen wollen, weil das auch so was Kanonales hat, wenn man sagt, die afrikanische Kunst, aber die natürlich auch einfach nicht existiert, weil es viel zu komplex und heterogen ist, was irgendwie auf einem ganzen Kontinent produziert wird. Und aus dieser Haltung heraus, wie wir eigentlich von Anfang an gesagt haben, es geht eben darum, diese Komplexität darzustellen und miteinander zu verbinden und in Austausch zu bringen, eben indem man diese Plattformen vor allen Dingen auch online und damit zugänglich für jeden irgendwie zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig vielleicht auch nochmal um eine Sache, die du gesagt hattest, in Bezug auf Marginalisierung oder Marginalität, das ist halt auch eine Perspektivfrage, weil marginalisiert ist natürlich nur die Position, die aus einer bestimmten Perspektive nicht gesehen wird oder ignoriert wird. Und das in unserem Kontext von CIEND und eben dadurch ja auch meiner Praxis der ganzen letzten Jahre, ich auch so nie meine Arbeit definieren würde, dass ich jetzt eine Vertreterin marginalisierter Künstler oder sowas bin, sondern und ich auch noch ungern eigentlich auch so, viele sprechen dann von so einem Gegennarrativ oder Counter-Narrative im Englischen und nicht mal das finde ich eigentlich passend, weil es, wie ich es gerade beschrieben habe, eigentlich darum geht ja nur zu sagen, was alles auch existiert nebeneinander und gar nicht jetzt das eine das gegen das andere spricht und Contemporary End auch immer
sich als eine Plattform gesehen hat, die eben die Dinge, die ja da sind, die wir jetzt ja nicht ausgraben oder finden, wie es oft in so einer eurozentrischen Perspektive irgendwie wahrgenommen wird, die ja nur zusammenbringen und vielleicht dadurch eine Sichtbarkeit schaffen, aber ja eben auch nicht nur für, sage ich mal, zum Beispiel eine Leserschaft, die jetzt in einem europäischen Kontext ist, sondern eben ja auch genauso für eine Leserinnenschaft, die auf dem Kontinent oder in anderen globalen und diasporischen Kontexten praktizieren und man sich sozusagen da auch zusammenschließt und es auch immer darum ging zu sagen, es geht auch um diese diasporischen und lokalen Perspektiven, also quasi um uns oder eigentlich gar nicht im ersten Feld darum zu sagen, okay, wir wollen jetzt unsere Kunstgeschichte, sage ich mal im Sinne von mehr als in Europa und Deutschland geprägter Kunsthistorikerin erweitern, sondern es geht einfach nur darum, diesen Punkt zu machen, dass es diese vielen verschiedenen Kunstgeschichten gibt und auch Gegenwarten natürlich gibt und wie man die zusammenbringen kann. Ja. Also auf jeden Fall eine wahnsinnig umfangreiche Plattform, die ja auch über Jahre gewachsen ist und das ist toll, dass es halt digital zugänglich ist. Das ja. Ist ja, passiert ja gar nicht so häufig in dem Bereich. Ich würde vielleicht mal ein bisschen näher auf die Themen des Symposiums eingehen, weil du hast ja auch, wir haben ja, oder du hast den Input jetzt heute betitelt mit Es gibt keinen Kanon, Kunstgeschichten Revisited. Und das Symposium heißt auch Expressionism Revisited, also Expressionismus neu gesichtet. Und man kann das einfach nur als eine Aussage nehmen, man könnte das aber als eine Aufgabe oder eine Aufforderung verstehen. Was würdest du aus deiner Perspektive mit deinem Wissen da für eine Aufgabe beim Brücke-Museum, bei anderen Museen, in Universitäten, im Forschungsbereich, in der Vermittlung? Also wo würdest du Aufgaben sehen, Aufgaben verteilen? Es sind genug Leute heute hier, die das dann hören. Überall? Überall, genau. Jeder hat was zu tun, denke ich mal. Und da schließe ich mich auch selber nicht aus. Ja, also ich denke, ich finde diesen Begriff Revisited ganz interessant, weil ich auch eigentlich immer gar nicht so genau weiß, was das heißt, weil Visiting ist ja auch so ein bisschen, als ob man nur so punktuell irgendwo ist und dann wieder ganz schnell auch verschwindet und es nicht deins ist oder so. Deswegen habe ich nämlich vorhin nochmal darüber nachgedacht, was das eigentlich genau bedeutet. Aber letztendlich denke ich, ist es sogar mehr als nur Revisiting. Ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was irgendwie noch tiefer gehen muss und bleiben muss. Also, dass man eigentlich nicht nur kurz da eintauchen kann und sagen kann, oh ja, stimmt, vielleicht sollten wir uns das nochmal anschauen. Und dann ist es nach dem einen Vortrag oder nach dem einen Symposium oder nach der einen Ausstellung wieder vorbei. Sondern es ist natürlich idealerweise etwas, was sich dann durchgängig durchzieht, auch in all diesen verschiedenen Bereichen, die du gerade besprochen hast, sei es jetzt in der Institution, die ausstellt oder in der Universität oder in der Vermittlung, dass ich glaube, dass eigentlich nur so ein Anfangspunkt sein kann, dass man so ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone rauskommt. Und da spreche ich ja auch mich selbst nicht von frei. Ich habe es ja vorhin auch beschrieben, wie sehr ich irgendwie auch geprägt bin, auch von so einem sehr spezifisch deutschen und europäischen kunsthistorischen Narrativ. Dass es das natürlich der Anfang sein muss, das überhaupt zu verstehen und es oft ja auch sicherlich ein sehr emotionaler Prozess ist, weil, ja, wie gesagt, viele von uns sind irgendwie mit diesen sogenannten Ikonen quasi aufgewachsen und es sind einfach wichtige Richtpunkte gewesen in unserem kunsthistorischen Erwachsenwerden, sag ich mal, in unserer Praxis und das erfordert natürlich eine gewisse Arbeit und ich glaube aber, dass das halt auch nur sinnvoll ist, wenn man diese Arbeit macht, wenn man auch dann versteht, dass es etwas ist, was eigentlich alles danach auch betrifft. Also selbst wenn es dann auch Ausstellungen sind, die vielleicht gar nicht so konkret sich dem Thema widmen oder so konkret über Expressionismus sprechen, ist es natürlich eine Fragestellung, wie sieht man nochmal kritisch auf bestimmte Darstellungsweisen in der Geschichte, die sich natürlich immer wieder auch auftauchen und die ja auch eine gewisse Haltung gegenüber dem, wie man mit Kunstgeschichte umgeht, eigentlich widerspiegeln müssen. Und man kann sich sozusagen erstmal daran abarbeiten, jetzt spezifisch auf den Expressionismus bezogen, aber letztendlich muss es natürlich etwas sein, was sich durchgängig immer wieder spiegelt. So, ne? Und das ist halt in meiner Erfahrung
Das klingt vielleicht wie so eine offensichtliche Aufgabenstellung, aber ich denke, das ist es wirklich, weil in meiner Erfahrung auch durch Besuche in einer Institution oder auf Konferenzen, dass doch einfach oft der Eindruck, jedenfalls bei mir, entsteht, dass das überhaupt noch nicht so das Verständnis davon ist und dass es wirklich ein Revisiting ist in dem Sinne, weil man dann sehr froh ist, dass man eben diese eine Ausstellung gemacht hat oder dieses Buch und gar nicht dann auf die Idee gekommen wird, dass es natürlich damit jetzt nicht abgeschlossen sein kann. Und ich glaube, dieser Aspekt des Nachhaltigen ist eine der größten Aufgabenstellungen, wenn es darum geht, sich einfach nochmal so kritisch solchen kanonischen kunsthistorischen Narrativen anzunähern. Du und deine Mitbegründerin Julia, ihr arbeitet ja auch ganz viel in der Beratung von Museen und das vor allen Dingen so in den letzten 2-3 Jahren, wo das Thema Postkolonialismus, Dekolonisierung in Museen ein größeres Thema geworden ist und auch mehr Förderung in dem Bereich gibt. Und da wäre jetzt zum Beispiel nochmal die Frage, gerade im musealen Bereich, wie kann denn dann zum Beispiel so eine Transformation aussehen? Oder hast du so ein paar Beispiele, wo du so denkst, okay, das sind so kleine Dinge, wo du gemerkt hast, da ändert sich aber langsam was? So. Ja, also ich würde sagen, zunächst ist tatsächlich die Tatsache, dass überhaupt wir angefragt werden für solche Beratungen, ein erster Schritt hinsichtlich solcher Änderungen, also dass da ein Bewusstsein irgendwie entsteht in den Institutionen, dass sie was ändern müssen, dass sie das auch nicht unbedingt von sich alleine heraus können, dass sie irgendwie eine Expertise brauchen. Und das betone ich auch so ein bisschen, weil was sich da so verändert hat, ist, dass das tatsächlich auch in den Jahren davor schon natürlich auch Institutionen oder auch Kuratorinnen an uns herangetreten sind, als aber oft immer so eine Art Selbstverständnis war, so nach dem Motto, ja, könnt ihr mal eben mir mal die Infos geben oder könnt ihr mir mal eben da 5 Namen nennen, so da, wo das so anfing, ja, wir müssen jetzt irgendwie globaler werden, unsere Sammlung öffnen. Und was sich aber so ein bisschen verschoben hat, dass da doch einfach stärker einfach auch ein Bewusstsein ist, dass dies nicht einfach so ein Byproduct ist, sondern auch eine Expertise, die auch wir zum Beispiel uns erarbeitet haben und nicht dieses oft etwas merkwürdige Selbstverständnis, dass wenn jemand jetzt einen Hintergrund hat, wie ich, automatisch eine Expertise hat, wenn es um die Kolonisierung von Institutionen geht, aber das ist natürlich total absurd. Und das verändert sich, das heißt, es wird irgendwie normaler, zum Beispiel auch zu bezahlen für Wissen, was schade ist, dass ich das so betonen muss, es ist aber lange eben nicht so gewesen. Das andere ist, dass zumindest auch punktuell, strukturell Anfänge gemacht werden, Versuche gemacht werden, das zu ändern, in dem Sinne, dass man eben versucht, vielleicht zum Beispiel in Teamstrukturen, wenn denn mal Stellen frei werden, die auch entsprechend neu zu besetzen, das in unterschiedliche Perspektiven und Symposien, dass aber eben dieses Strukturelle, was ich gerade beschrieben habe, schon nur sehr punktuell an Institutionen stattfindet, würde ich aber jetzt nicht als ein breiten Phänomen irgendwie sehen, jetzt zumindest nicht im deutschen Kontext. Und das ist dann doch so, mit Müdigkeit meine ich, dass es schon so ein bisschen ist so, ach ja Mensch, jetzt haben wir uns doch damit befasst und jetzt machen wir einfach jetzt mal weiter, wie es eigentlich vorher war. Weil natürlich ist es einfacher und es ist bequemer, ne? Und es ist anstrengend, sich irgendwie aus seiner Komfortzone rauszukommen oder irgendwie auch unangenehme Gespräche zu führen oder sich eben den stellen zu müssen. Und ich meine, unter anderem Gründe, warum auch eben bei uns die Anfragen kommen für Beratung, ist, dass auch eine unheimliche Angst teilweise vorherrscht, also Angst vor gewissen Backlashes oder Kritik, wenn man irgendwie auf Social Media das falsche Bild postet, weil man irgendwie nicht kapiert, dass es irgendwie unangebracht ist oder Begrifflichkeiten nicht richtig benennt oder alle möglichen Fettnäpfchen, die da so entstehen. Das heißt, dieses Bewusstsein ist schon da, auch auf einer sozusagen nachhaltigeren Ebene. Aber es geht nicht unbedingt, meiner Meinung nach, immer noch nicht wirklich in der Breite in die Tiefe. Und das, denke ich, das müssen wir auch erst nochmal abwarten, ob das vielleicht auch sogar nochmal einen größeren Generationswechsel bedarf oder das muss man abwarten. Aber das sehe ich jetzt im Moment noch nicht. Da sind vielleicht die Anfänge gemacht, aber da ist doch schon wirklich auch sehr oft, auch wenn dein Verständnis dafür ist, so ja, das ist wichtig, irgendwie, wir müssen uns damit auseinandersetzen, aber gleichzeitig reicht es nicht unbedingt für eine Längerfristigkeit. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, dass diejenigen, was glaube ich nochmal so als ein Punkt auch wichtig ist, bei denjenigen, die dann in diese Institution reingehen als
Perspektiven, die vielleicht nochmal anders sind oder anstrengend sind, dass auch bisher überhaupt noch kein Bewusstsein dafür ist, was das eigentlich auch für diese individuellen Perspektiven bedeutet. Ne? Dass halt oft das auch so ein bisschen abgeschoben wird. Naja, jetzt haben wir ja die Person, die aus der Perspektive spricht. Jetzt ist es ja geregelt, die macht das dann schon und das war's. Und das ist erstens natürlich unheimlich viel zu tragen für diese Person und gleichzeitig ist es auch dann nicht ein echter struktureller Wandel, weil das natürlich dann auch nicht möglich ist, ne? Anhand einer Person dann solche Veränderungen irgendwie herzustellen. So. Ich würde jetzt vielleicht nochmal zu einem nächsten Punkt kommen, wo Repräsentation auch eine große Rolle spielt. Wir haben schon häufiger darüber geredet, über und auch du und Julia, ihr habt mit Contemporary End bei unserer Ausstellung zum Kolonialismus auch mitgearbeitet und habt dort euer Center for Unfinished Business, so eine groß angelegte, ich sage Bibliothek, sagt ihr nicht, Leseraum. Ja, so ein Leseraum, genau, beigesteuert. Und da haben wir auch schon viel drüber geredet, wie kann eigentlich Expressionismus heute gezeigt werden? Also was sind ja durchaus, das sind historische Bilder, die in einem wirklich anderen Kontext entstanden sind. Es entschuldigt aber trotzdem nicht, dass sie aus heutiger Perspektive für viele Menschen verletzend, gewaltvoll, rassistisch, diskriminierend sein können. Und da ist ja die Frage, wie können bestimmte Sachen gezeigt oder kontextualisiert werden? Wie ist da, also hast du da vielleicht auch Beispiele? Ich weiß, wir haben im Vorgespräch zum Beispiel auch über das einmal eben die Darstellung schwarzer Menschen und wie man die kontextualisiert. Und da fand ich jetzt beim Beispiel Stedelijk zum Beispiel sehr gut, dass auch wenn es natürlich sehr schwierig ist nachzuvollziehen, wer genau diese Personen auf den Bildern sind, das auch oft gar nicht mehr möglich ist, aber sozusagen dort trotzdem, selbst wenn man jetzt nicht genau weiß, wer diejenigen sind, auch sichtbar zu machen, das waren eigenständige Individuen mit einer eigenen Biografie. Und auch wenn wir den Namen nicht kennen, wissen wir, dass das nicht einfach nur Modelle sind, namenlose. Also einmal das, einfach diesen Schritt zu gehen, der einfach jahrelang ja nicht gegangen wurde. Und dann zum Beispiel aber auch dann zu sagen, okay, wir haben hier im Archiv Fotografien von Menschen, die in ihrem lokalen Kontext sind. Im Stedelijk zum Beispiel wurden die dann ja so riesig aufgeblasen. Das heißt, die waren irgendwie sehr präsent und haben damit sozusagen diese Hierarchie auch so ein bisschen durchrüttelt. Und das ist natürlich bei den Augen vieler BesucherInnen ja auch blasphemisch auf eine Art, eben diese Hierarchie in Frage zu stellen, im Sinne von, in der Hierarchie steht eigentlich oben das Meisterwerk und da alles andere folgt nach. Aber genau das ist also meiner Meinung nach ein richtiger Weg. Das heißt, damit hat ja niemand in Frage gestellt, dass Kirchner und Arnolde nicht auch gute Maler waren, sondern es geht ja einfach nur sozusagen darum, nochmal eine weitere Kontextualisierung dadurch zu erzielen, indem man eben da daran rumrüttelt. Das heißt, das fand ich irgendwie sehr gut, eben auch diesen Menschen, die auf den Bildern sind, die eben mit diesen Arbeiten aufgewachsen sind, ja kennen und die meisten nie darüber nachgedacht haben, dass es echte Menschen sind. Einfach das in Erinnerung zu rufen und da einfach noch so eine andere Form von Humanisierung einfach stattfinden zu lassen, die auch das Objekt der Malerei schon auch so ein bisschen natürlich auch in Frage stellen müssen. Ne? Und letztendlich waren ja eben auch die mal als Expressionismus wie Kirchner, sie waren ja auch Menschen. Also, ne, das muss man ja, aber es wird ja manchmal, geht das ja so weg, weil es sozusagen so der Fokus auf dem Narrativ und auf halt so auf den Thronerhebung, also sozusagen, ja, diese Erhöhung, genau, dass das so ein bisschen hinten wegfällt. Und das andere, was ja auch viel Thema und Frage war, bei euch ja sicherlich auch, eben die Frage nach den ethnografischen Objekten in den Arbeiten. Und da wurde wirklich natürlich auch viel überlegt, wie man das gut fassen kann, welche Problematik eben auch inhärent ist in diesen ethnografischen Objekten. Und dass man eben dann auch gesagt hat, ähnlich eben wie mit der Darstellung der Menschen, dass man dort auch einfach anfängt, die Hierarchie nochmal in Frage zu stellen und zu sagen, das sind jetzt nicht einfach nur Vorlagen gewesen für diese Malereien, sondern natürlich sind es auch Kunstwerke und Artefakte mit in ihrem eigenen
Rechten dargestellt zu werden und dass man sie entsprechend auch wieder, Frage nach der Hierarchie, eben auch so präsentiert, dass das deutlich wird, dass sie eigentlich dem im Nichts nachstehen und dass es in der Form man nicht von einer Hierarchie sprechen kann, wie es halt oft geschieht, dass sie einfach nur als illustrativ vielleicht auch beigefügt oder gezeigt werden zu den Malereien, was ja meistens so ist in expositionistischen Ausstellungen, wenn Objekte gezeigt werden, sondern dass man eben ihnen auch den eigenen Space so gegeben hat. Bis zu natürlich aber auch Objekten wie zum Beispiel Benin-Bronzen, wo dann deutlich wurde, dass funktioniert einfach nicht, weil man, wenn man jetzt gestohlene Objekte in der Ausstellung präsentiert, damit ja auch nochmal wieder irgendwie was noch verstärkt oder wiederholt und das sehr schwierig ist, das nochmal wieder zu lösen, indem man das ja als eigene Geschichte nochmal behandeln muss, warum jetzt eben diese gestohlenen Objekte in der Sammlung sind und dann nochmal darüber sprechen muss, warum sie jetzt in der Malerei sind. So, ne? Das gibt sich ja nochmal so eine andere Ebene, aber insgesamt, glaube ich, ist irgendwie so generell wichtig bei diesen Fragestellungen dieses, was ich vorhin schon meinte, aus der eigenen Komfortzone rauskommen und eben Werke, das stellt ja auch keiner in Frage. Das ist nämlich oft so, dass es so damit einhergeht mit so einer Kritik, dass man das so abtut, sage ich mal. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja eigentlich nur um eine Erweiterung. Oder Routinen, bisherige Routinen zu hinterfragen. Also ich erinnere mich in den letzten Jahrzehnten, dass es eine wahnsinnige Routine gab in Expressionismus oder klassische moderne Ausstellungen, tatsächliche, ich sage jetzt bewusst nicht europäische Objekte als Illustration, hast du ja auch schon gesagt, daneben zu stellen, die teilweise noch nicht mal ein eigenes Werklabel hatten. Also da tatsächlich nochmal genauere Differenzierung und auch den Blick umzukehren. Eben, das ist nicht nur die Vorlage, sondern das ist, so wie es ja immer benannt wird, Inspiration. Ja. Das ist auch nochmal ein größeres Thema, aber trotzdem zu gucken, also da auch den einzelnen, eben sowohl den schwarzen Modellen als auch den ethnografischen Objekten, Artefakten, einen eigenen Raum zu geben und sie tatsächlich auch weiterhin zu erforschen und zu gucken, sind unsere bisherigen Annahmen richtig, wissen wir eigentlich ausreichend darüber. Genau, das ist ja absolut. Und du hattest noch, als wir ein Vorgespräch hatten, hattest du noch mal, weil wir haben auch über Highlights gesprochen. Was ist eigentlich mit der Darstellung von sogenannten Highlights? Da sind wir drauf gekommen zum Thema Kanon. Und was, du hattest uns da ein Beispiel geschickt von der Künstlerin Nola Hatterman, die eine niederländische Malerin. Vielleicht kannst du zu der noch mal ein bisschen was Genaueres sagen, weil wir haben uns ja auch gefragt, wie könnten denn eigentlich, also was wäre denn zum Beispiel auch ein Vorschlag, um auch Ausstellungen zu erweitern? Und da hattest du von so einem positiven Beispiel aus dem Stedelijk erzählt. Ja, genau, das kam so aus dem Kontext heraus, dass ich halt viel im Stedelijk auch diese Gespräche geführt habe, was sind eigentlich Meisterwerke oder was sind Ikonen? Also weil das Stedelijk zum Beispiel sehr lange das auch so als sein Hauptmarketing-Slogan verwendet hat. Also ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber sozusagen, hier sehen Sie alle Meisterwerke oder irgendwie sowas. Also jedenfalls, es war ein wichtiger Teil der Selbstdefinition, aber auch eben nach der Außenrepräsentation, dass sie eben eine Sammlung von Highlights sind. Und da natürlich die große Frage, okay, was sind denn Highlights? Weil das, um am Anfang zurückzukehren, natürlich auch was ganz Subjektives ist eigentlich oder sein sollte, aber oft eben im musealen Kontext als objektiv wissenschaftlich dargestellt wird. Und man sagt, das ist sozusagen ja wissenschaftlich erarbeitet, dass ein Kirchner eine Ikone oder ein Meisterwerk ist. Und da habe ich mich halt immer gefragt, naja, es gibt vielleicht ja auch einfach auch viele Werke, die gar nicht die Möglichkeit hatten, zu Meisterwerken zu werden, weil es ist ja das Narrativ, was darum gestrickt wird, was es zum Meisterwerk macht. Das ist ja, vielleicht manche Künstler, wir denken schon, wenn sie es produzieren, jetzt, weil ich das Genie bin, kreiere ich gerade ein Meisterwerk, aber oft ja auch nicht, sondern es ist ja die Kunstgeschichte. Und deswegen fand ich dann da ein ganz schönes Beispiel, wo eben eine Arbeit von Nola Hatterman, das ist eine holländische Malerin, die unter anderem eben auch so Porträts von afro-surinamesischen Mitmenschen gemalt hat. Und da gab es sozusagen ein Werk, wo mir dann erzählt wurde, dass neu eben in die, das ist jetzt auch schon wieder ein anderes Setup, aber es ist jetzt vor 2-3 Jahren eben neu gehängt wurde im Rahmen der Dauerausstellung, der Ausstellung. Und dass sich eben diese Arbeit, das ist so ein Porträt von einem
Mann, der irgendwie schick angezogen ist, in einem Anzug mit einem Hut und irgendwie so im Café sitzt, also einem afro-surinamesischen Mann, sich so zum totalen Publikumsliebling entwickelt hat. Und die Leute irgendwie ganz viel sich damit fotografiert haben und so. Und das fand ich irgendwie so eine super Anekdote, als sie das erzählt haben, weil ich dachte so, ja, das ist doch das perfekte Beispiel dafür, wie Ikonen ja auch neu definiert werden können, weil ich würde jetzt tatsächlich sagen, diese Arbeit ist jetzt ja auch eine Ikone, weil einfach viele Menschen und sicherlich nicht nur Menschen, die sich jetzt damit identifizieren, weil sie eben einen afro-surinamesischen Background haben, sondern weil es einfach ein tolles Werk ist, was aber vorher nie so die Möglichkeit hatte, so wahrgenommen zu werden. Und ich glaube, das ist etwas, woran ja jetzt auch mehr und mehr viele Museen arbeiten, sei es jetzt Stedelijk oder MoMA mit seinen neuen Sammlungszusammenstellungen, dass das ganz wichtig ist, zu sagen, okay, das sind tolle Arbeiten, aber deswegen können das ja auch tolle Arbeiten sein. Es ist wieder dieses, was ich meine, das eine schließt das andere ja auch gar nicht unbedingt aus, sondern einfach, dass man den Raum einfach stärker öffnet. Und da einfach die Möglichkeiten auch dadurch schafft, zu sagen, entweder es gibt gar keine Highlights oder es gibt ganz viele Highlights. Ne? Das geht ja auch. Also es ist halt immer so ein bisschen dieses, ich würde nicht, vielleicht nicht Problem, ist vielleicht so ein bisschen zu extrem, aber dass natürlich Kunstgeschichte und Museen immer so funktionieren, dass du immer das High und Low haben musst, um sozusagen überhaupt was in der Hand zu halten. Und deswegen sich ja unsere ganze Disziplin, sage ich mal, darüber definiert, dass wir eben als Kunsthistorikerin bewerten und sagen, okay, das ist gute Kunst, das ist schlechte Kunst, das ist ein Meisterwerk, das ist kein Meisterwerk. Und zum gewissen Grade geht es ja auch nicht anders. Man muss Entscheidungen treffen und die kommen aus einer Expertise heraus. Aber dennoch ist es natürlich möglich, auch trotzdem den Blick da zu öffnen und anhand dieser Expertise auch Dinge vielleicht dann zu sehen. Stippvisitenartig. Genau. Vielen Sehr Dank. Gerne. Danke dir. Genau. Vielen Sehr Dank. Gerne. Danke dir. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Vortragenden des heutigen Tages bedanken. Entschuldigen Sie diese technischen Aussetzer zwischendurch. Wir arbeiten daran für morgen. Ich fand es ganz wunderbar, wie wir heute auf unterschiedliche Themenbereiche eingestimmt worden sind. Frau Klingser, die uns schon einmal in die Kontextualisierung des Expressionismus eingestimmt hat. Jörg Albrecht, der aus der Perspektive der Literatur ein sehr ähnliches Erbe letztendlich wie das Brücke-Museum hat, auch mit einer Persönlichkeit zu tun hat, die wahrscheinlich ähnlich in das kollektive Gedächtnis von uns eingebrannt ist, bei der es sehr viele unterschiedliche Facetten gibt, sehr viele unterschiedliche Diskussionspunkte, aber auch sehr viel, was man zusätzlich noch erleben und unter bestimmten Themenbereichen weiter beforschen, besprechen und in Frage stellen kann. Und Yvette Mutumba und Daniela Bistron, die uns nochmal dazu angeregt haben, überhaupt über den Begriff des Kanons, der Highlights, brauchen wir diese Begriffe überhaupt? Was gibt es abseits von Kanon und Highlights? Aber auch letztendlich, was gibt uns der Titel unseres Symposiums Expressionism Revisited für Aufgaben in die unterschiedlichen Bereiche, Museum, Vermittlung, Forschung? Ich denke, das sind ganz tolle Punkte, auf die wir uns in den nächsten Tagen auch weiter in Diskussionen einlassen können, viele Gespräche zu führen können. Ich möchte auch nicht versäumen, noch kurz zu fragen, ob es jetzt aktuell Rückfragen gibt. Wenn dem nicht so ist, möchte ich noch einen ganz kleinen persönlichen Dank auch nochmal an unsere Förderer aussprechen. Ich sage das aus persönlicher Perspektive, einerseits an Herrn Heuer und die Kaldewey-Stiftung, mit denen ich selbst schon als eine der Kuratorinnen am Städelmuseum damals noch für Making Van Gogh wertschätzen gelernt habe, was eine Förderung für Kunst bedeuten kann. Und Herrn Wittrock mit der Ferdinand-Möller-Stiftung, ohne den ich sicherlich nicht hier stehen würde,
der großzügigerweise meine Stelle hier am Brücke-Museum finanziert hat. Diese beiden Förderer, aber auch unser Förderverein, haben es uns als Organisationsteam wesentlich erleichtert, dieses Symposium auf die Beine zu stellen. Und bevor ich Sie jetzt nach draußen zum Feiern und für weitere Diskussionen entlasse, noch ein paar organisatorische Punkte für die nächsten Tage. Wir beginnen morgen um 9 Uhr pünktlich. Ich sage das deswegen, weil wir ja natürlich auch die digitale Übertragung mit im Kopf haben müssen. Das heißt, planen Sie gerne etwas Vorlaufzeit für Garderobe und auch für unseren Dolmetsch-Service ein. For our English-speaking guests that didn't have or didn't know about the translation service yet, make sure to contact us, or we will try to contact and find you to get the headphones for tomorrow. Wir freuen uns auf einen sehr spannenden Tag. Füllen Sie gerne auch die ersten Reihen, damit die später kommenden die Möglichkeit haben, die Sitzplätze ebenfalls wahrzunehmen. Und dann